Das Bundesverfassungsgericht hat mit ein paar Monaten Corona-bedingter Verzögerung ein Urteil gesprochen, wenn man es so nennen will. Weite Teile der Anleiheaufkäufe durch die EZB von 2015 bis 2020 sind illegal. So, dass man sich fragen muss, welche Teile davon sind eigentlich legal. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt kann man das als Befreiungsschlag feiern, wie es von vielen Liberalen und Konservativen gemacht wurde am Tag der Verkündung. Absehbarerweise ist aber auch ein großer Wermutstropfen damit verbunden, dass es nämlich kein Urteil ist, was etwas untersagt hat, was einen Spuk beendet hat, sondern dass lediglich eine Auflage erteilt wurde, immerhin, dass innerhalb von 3 Monaten die Verhältnismäßigkeit des Vorgangs oder der Vorgänge nachgewiesen werden soll auf geduldigem Papier. Die Konsequenzen, die bei Nichterfolgen oder nicht ausreichendem Erfolgen dieser Auflage obwalten würden, stehen in den Sternen bzw. sind eigentlich nicht gegeben. Der Ball ist mit anderen Worten zurückgespielt in die politische Sphäre, da wo er auch von ausgegangen ist und wo er sich auch wieder erneut zu einem Tor verwandelt und von deutscher Seite und aus deutscher Sicht zu einem weiteren Selbsttor, weil eben nicht zu erwarten ist, dass die politische Mehrheit, die diese Zustände zugelassen hat, gerügt vom Verfassungsgericht, die den Vertragsbruch, die Vertragsdehnung zugelassen hat, nun im Nachhinein von ihrem Weg abkehren wird. Das Ganze geschieht auch vor dem Hintergrund jenseits von Corona, vor solchen von Vorstellungen wie Green New Deal etc., Corona-Bonds bzw. Corona-Politik, die man auch ohne Bonds machen kann, das tut man reichlich. Es geht also darum, jenseits der Anleihekäufe die Staaten Europas mit immer mehr Geldern zu versorgen. Und zwar Geld, was nicht unbedingt investiv ausgegeben wird, egal wie sich die Fonds nennen und egal wie die Überschrift ist, sondern für mehr oder weniger konsumtive Ausgaben vom Arbeitslosengeld, was europäisiert werden soll, vertragswidrig übrigens in anderer Hinsicht, bis hin zu der Neuausstattung und Neuauflage von Fonds über alle Maßen hinaus. Wir werden sehen in 3 Monaten und jetzt sehen wir unabhängig vom Anleihekauf durch die Verhandlungen des mehrjährigen Finanzrahmens in Brüssel, durch die Aussagen einer Frau von der Leyen, die 2% für den EU-Haushalt spendieren will und dergleichen mehr, sehen wir eigentlich die Fortsetzung dessen, was ich Antisubsidiaritätsorgie nenne. Und die Zahlen werden immer größer. Es kommt die eine oder andere Stelle, Nullstelle vor dem Komma hinzu. Und das, wie gesagt, alles auf die alten Wasserräder, auf die alten Windmühlen, die mehr als geduldigen Wind und geduldigen Papier noch nichts produziert haben und eigentlich alle Missstände, sei es in puncto Marktwirtschaft und Wettbewerb, sei es in puncto Demokratie und Legitimation und Subsidiarität, alle Maßstäbe gebrochen haben, alle Grenzen überwunden haben, so wird es weitergehen. Mit anderen Worten, die krumme Tour geht weiter. Das Ganze war vom Vertrag von Maastricht angesehen eventuell vorstellbar oder geplant als gerader Weg von A nach B, um die Umsetzung der europäischen Integration auf geradem Wege zu gewährleisten. Was wir sehen, ist eine krumme Tour, die nicht von A nach B führt, sondern von A nach C. Und die Frage ist, inwieweit das nicht von vornherein die Absicht der Architekten dieser Art von Finanzarchitektur und Institutionenkonstruktion war oder ob es eine fahrlässig sich ergebende Sache war, die sich jetzt durch alle Corona und anderen bedingten Sonderheiten noch verstärkt hat. Es ist davon auszugehen, dass es ein planmäßiges Vorgehen ist. Jetzt muss die Konsequenz eintreten, die Konsequenz kommen, dass aus der krummen Tour von A nach C wieder eine gerade Linie von A nach B wird. Dankeschön und bleiben Sie uns dabei gewogen. Jetzt neu, abonnieren Sie den Newsletter der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir informieren wöchentlich über unsere parlamentarische Arbeit, unsere Anträge und Initiativen, anstehende Veranstaltungen und vieles mehr. Einfach auf afdbundestag.de/newsletter gehen, E-Mail-Adresse eintragen und absenden.